Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online. Wir stehen hier gerade in Vorpinta an der Bushaltestelle, da ich nach Jovik City muss. Und zwar habe ich vor, mit den Spinnen weiterzumachen, mit der Spinnensammlung. Wir haben bei der letzten Spinnensammlung haben wir Golden Hills abgeschlossen. Jetzt möchte ich Jovik City gerne abschließen. Wahrscheinlich packe ich Jovik City und Morland zusammen. Vielleicht auch nicht, weiß ich jetzt gerade nicht. Also entscheide ich spontan während der Folge. Vielleicht mache ich zwei Folgen drauf, keine Ahnung, weiß ich nicht. Jedenfalls gehen wir jetzt erstmal nach Jovik City und machen da die 5 Stück. Und ja, guck mal, wie lang das dauert. Falls ihr was im Hintergrund hört, das sind meine Katzen. Falls ihr was rausschaut, das ist der Ventilator. Falls ihr was klopfen hört, das sind meine Beine. Und ich würde euch raten, obwohl es bei Jovik City jetzt relativ egal ist, guckt euch erstmal das Video an. Falls ihr noch nicht alle Spinnen gesammelt habt, dann könnt ihr das vielleicht etwas verbinden. Zählt jetzt nicht unbedingt für die Folge, sondern generell für alle Folgen, einfach alle Spinnenfolgen einfach, damit man nicht unnötig hin und her reitet. Weil ich gehe nach den, ich gehe quasi nach Spinnen vor, 1, 2, 3, 4, 5 und nicht nach der Reitreihenfolge. Gut, dann auf geht's. Zunächst einmal sind wir hier bei Pier 13. Hier gibt es 2 Spinnen zu finden. Ganz wichtig, für eine der Spinnen muss man die Night Dust Quest abgeschlossen haben, bei der man ein Night Dust rettet. Nur zur Info. Eine Spinne ist hier am Wasser auf der linken Seite. Einmal hier durch und dann hier nach ganz links, da wo man runterläuft. Da sitzt die kleine Spinne, nämlich bei den Koordinaten x gleich 14 und y gleich 14. Und das ist Spinne Nummer 1. Los geht's. Für die nächste Spinne müssen wir zwingend die Night Dust Quest abgeschlossen haben. Da wir in den Käfig rein müssen, wo Night Dust gefangen gehalten worden ist. Bei den Koordinaten x minus 344 und y 166. Ihr könnt damit absolut nichts anfangen quasi. Aber ja, hier ist die kleine Spinne. Ist auch Spinne Nummer 2. Und ich gebe euch einen kleinen Tipp. Ich hatte jetzt gerade Probleme, in das Gebäude reinzukommen, weil ich immer wieder weggeschickt worden bin, von wegen, ich muss aufpassen, dass die Wachen mich nicht erkennen. Ich bin quasi rechts vorbeigeschlichen am Gebäude. Ich glaube, hier ist der Eingang. Ich bin da rechts dran vorbeigeschlichen, weil hier 2 Kameras sind und habe mich am Gebäude entlang geschlichen, bis ich an der Tür war. Ich weiß nicht, ob das der Schlüssel ist, es hat auf jeden Fall funktioniert. Also zum besseren Verständnis nochmal, ich bin hier an der Seite entlang geschlichen und bin dann hier lang gelaufen. Weil als ich auf die Tür so zugelaufen bin, hieß es von wegen, ich muss aufpassen, dass die Wachen mich nicht erwischen. Als nächstes fahren wir zum Aidins Platz. Und zwar ist nämlich hier eine Spinne versteckt. Die restlichen beiden sind in Gouverneurs Falls. Ja. Und zwar laufen wir hier einmal um den Brunnen rum. Da hören wir die Spinne schon, falls ihr die auf den Ton anhabt. Und zwar sitzt hier Pari mit Rami. Hier im Gebüsch muss eine Spinne sitzen. Da. Um genau zu sein, hier in diesem Gebüsch in der Ecke, ja so schräg hinter den beiden. Bei den Koordinaten x gleich 10 und y gleich 2. Die dritte Spinne. Weiter geht's. Die nächste Spinne ist in Gouverneurs Fall, beziehungsweise die nächsten beiden Spinnen sind in Gouverneurs Fall. Einmal hier auf der Bühne bei Leonardos Eisdiele. Frage ist halt nur, wo die Kleine sitzt. Ah, hier hinten. Bei den Koordinaten x gleich 8 und y gleich 8. Spinne Nummer 4. Die letzte Spinne ist hier in diesem Einrichtungsladen im Schaufenster. Und zwar ist der, ja, quasi direkt neben Leonardos. Die sitzt im Körbchen und wartet nur darauf, dass wir Housing ins Spiel bekommen. Bei den Koordinaten x gleich 5 und y gleich 7. So. Damit haben wir auch alle 5 Spinnen in Jovik City. Und ihr seht jetzt noch die Spinnen aus Moorland. So, hier stehen wir jetzt gerade in Moorland am Strand und zwar werden wir jetzt noch die 5 Spinnen in Moorland machen und danach gehen wir auch noch zu Professor Hayden, damit das auch abgeschlossen ist. Ab 40 Spinnen können wir wieder zu ihm. Es lohnt sich für 5
einfach keine Folge zu machen. Deswegen packe ich die einfach zusammen und gut ist. Eine Spinne ist hier im Innenhof bei Justin, da wo man das Spiel beginnt. Und zwar sitzt die hier in den Blumen bei den Koordinaten x189 und y247. Und das ist Spinne Nummer 1. Yay! Also wundert euch bitte nicht, das wird jetzt ein bisschen chaotisch, da die Informationen, die ich aus dem Internet habe, leider wieder unsortiert sind. Bei den letzten beiden Spinnenfolgen bzw. beim letzten beiden Spinnensuchen war es sortiert. Jetzt ist es wieder unsortiert. Das macht mich kirre. Eine Spinne sitzt hier bei Frau Holzwurf am Haus, hier direkt beim Gemüsebeet an der Hauswand, bei den Koordinaten x192 und y254. Ja. Und das ist Spinne Nummer 2. Super. Die erste Spinne der 5 in Moorland ist nämlich hier bei Herr Kott am Strand. Nämlich da hinten im Boot. Bei den Koordinaten x217 und y249. Ach nö, ist die dritte Spinne. Spinne Nummer 4 ist hier in der Damaskusmine. Und zwar ist die hier, wenn ihr reinkommt, links ganz hinten in der Ecke, krabbelt die hier den Pfeiler hoch und runter. Bei den Koordinaten x180 und y228. Ja, das ist Spinne Nummer 4. Eine weitere Spinne ist im Haus des alten Jaspers. Dafür einmal kurz absteigen, ins Haus reingehen und da hinten im Spinnennetz wartet die Kleine schon auf uns. Passt auf, dass ihr hier nicht runterfallt, sonst fliegt ihr nämlich direkt wieder raus. Und darf ich mal kurz anmerken, dass das total süß aussieht, dass die Spinne da im Spinnennetz sitzt. Bei den Koordinaten x214 und y233, aber wie gesagt, man muss ins Haus reingehen. Und das ist Spinne Nummer 5, also die letzte. Yay! Damit sind wir dann jetzt fertig mit den Spinnen aus Jorvik City und Moorland. Und wir gehen mal kurz nach zum Mondsicheldorf, um mit dem guten Professor Heiden zu sprechen. Hier sind wir jetzt. Hallo Professor Heiden, wir haben 40 Spinnen gefunden. Meine Zuckerschnuten, war euer Ritt auf dem Pferd des netten Menschenkindes auch bequem? Willkommen zu Hause. Es scheint ja recht bequem zu sein, einfach überall mit einem Pferd hinzureiten. Ach, nichts in der Welt sollte so einfach sein. Und trotzdem willst du, dass ich das alles noch einfacher für dich mache? Och Gott. Nimm diese Satteldecke und hör nicht auf zu suchen, bis du 60 Spinnen gefunden hast. Okay, also als nächstes 60 Spinnen. Dann gehen wir mal wieder ins Häuschen rein und gucken uns an, wie die Spinnen immer mehr werden. Man merkt, dass von Mal zu Mal hier mehr Spinnen, im Haus sind. Total süß. Vor allem auch, dass sie in unterschiedlichen Größen hier drin sind. So mini-kleine, dann größere. Vor allem, wie viele hier auch einfach auf dem Tisch sind. Oder hier, die hier ist cool, die einfach so auf dem Sessel hockt. Oh, die hängt da so richtig schön süß runter. Ja, dann war es das jetzt tatsächlich wieder von mir. Wir haben jetzt die Erntefeldprovinz, Firkrow, Fophinter, Golden Hills, Jorvik City und Moorland fertig gemacht. Es fehlen uns noch Nebelfall, Ostepona, Silverglade-Felder, die Südhof-Halbinsel Raydale und West-Epona. Also da kommen noch ein paar Spinnenfolgen auf uns zu. Ich denke, das sind jeweils eine Spinnenfolge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, noch 6 Spinnenfolgen sind das ungefähr, bis wir dann durch sind mit den Spinnen. Gut, ich... Dummele, hab noch was vergessen, entschuldigt. Und zwar die Spinnendecke haben wir von Professor Heiden bekommen. Mit Geschwindigkeit plus 3 und Agilität plus 2. Eine Decke mit Spinnenmotiv. Sie wirkt, als hätte sich jemand bemüht, ein besonders gemütliches Stück für dein Pferd herzustellen. Ja, könnten wir für 445 Schillinge verkaufen. Ich werde sie aber behalten, da man das Spinnenset nur durch diese Quest bekommt. Ja, ich werde aber das komplette Spinnenoutfit zeigen, wenn es dann soweit ist. Gut, dann... war es das jetzt von mir? Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!